Psychologin in einer Frauenklinik in Österreich. Sie war Gründerin und Mitbegründerin des ersten Frauengesundheitszentrums in Österreich, FEM und FEM Süd. Sie ist Autorin zahlreicher einschlägiger wissenschaftlicher Studien und Arbeiten, unter anderem der Frauengesundheitsberichte, und sie ist aktiv in internationalen Frauengesundheitsnetzwerken. Beate Niemann-Buchlinger wird uns ein paar einführende Worte mit dem Titel Wahnsinnig schön Wege zur Trendumkehr bringen. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Frau Sektionschefin, liebe Kolleginnen und vor allem liebe Künstlerinnen, die sich, glaube ich, jetzt umziehen. Was kann ich mir Besseres wünschen? So ein toller Einstieg ins Thema. Daher große Gratulation für die Gestaltung dieser Tagung und auch dir, liebe Ministerin, vielen Dank für die Veranstaltung, dafür, dass wir an diesem wichtigen Thema dranbleiben. Schöne neue Welt, wir haben es gesehen, sie hat uns längst eingeholt und ich denke, es gibt extremst viel dagegen anzugehen und dagegen anzukämpfen. Ich möchte vielleicht zunächst beginnen als Einstieg. Ich bin ja auch Psychologin, das ist mein ursprünglicher Beruf, und Psychotherapeutin. Einstieg ins Thema Körperbild. Warum ist denn das so wichtig? Es ist der Teil unserer Identität, aber, und das macht es zum politischen Thema, es ist niemals frei von der soziologischen, sozialen und politischen Konstruktion, vor allem des Frauenkörpers. Das hat sich eben Jahrhunderte vor allem am weiblichen Körper festgemacht. Und wir werden dann sicher noch viel hören, warum es ausgerechnet wir Frauen sind, die hier sozusagen die Projektionsfläche von männlichen Schönheitsfantasien sind. Die WHO hat regelmäßig große Studien über Gesundheit von Kids, von Mädchen und von Burschen, so eben auch zur Selbsteinschätzung, ich denke als Einstieg, um Ihnen auch zu zeigen, wie zentral wichtig es ist und wie zentral, liebe Damen, hier die Zerstörung des zentralen Parts unserer Identität, unserer Autonomie ist, sollen wir Ihnen diese Daten liefern. 200.000 Mädchen und Burschen zwischen 11 und 15 wurden hier befragt in 43 europäischen Ländern und es zeigt sich, dass das Hauptproblem die falsche Selbsteinschätzung des Körpergewichts ist. Wir lesen täglich, wie dick wir alle werden. In der Tat aber sehen Sie, 40% der 15-Jährigen haben ein subjektives Gefühl, ich bin viel zu dick, wir haben es ja toll gesehen, jetzt gerade in dieser Performance, und tatsächlich sind es nur 10%. Das heißt, hier wird permanent genagt und unterminiert und gearbeitet daran, dass wir uns missfühlen. Und das ist die zentrale Botschaft. Sie sehen es hier als Landkarte. Sorry für das Rosa, das ist halt noch so eingespielt. Sehen Sie, das ist also vor allem, dass sich das vor allem also bei den Mädchen festmacht. Zu meiner großen Überraschung, ich hätte eigentlich gedacht, dass in den skandinavischen Ländern das nicht so dramatisch ist, weil die doch früher mit der Emanzipation und anders Frauenbild. Aber nein, die globale Schönheitswirtschaft hat auch da genauso zugeschlagen. Sie sehen also hier, das Bild der falschen Selbsteinschätzung ist europaweit und daher wirklich eine globale Verunsicherung, vor allem der Mädchen. Eine große Studie in Australien, 50.000 wurden hier befragt zwischen 11 und 24. Was die zentralen Sorgen sind, es ist nicht die Beziehung, es ist nicht die Bildung, es ist nicht, ob ich einen Arbeitsplatz kriege. Nein, bei den Mädchen an erster Stelle der Bedenken ist, ich gefalle mir nicht, ich habe ein schlechtes Körpergefühl. Was sind die Risikofaktoren? Allen an der Spitze. Es ist eine global gemachte Medienwelt, die uns ja tagtäglich, wir können uns der ja auch gar nicht entziehen, die uns tagtäglich hier berieselt. Ich denke nach wie vor, auch Barbie sozusagen ist nicht ganz außer Obligo. Dann eben Mädchen sehr früh schon als sexualisierte Objekte, als Schönheitsobjekte. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, ich möchte auch beim ORF, es wird jetzt eine Veranstaltung geben im Jänner, wir werden uns diesem Thema widmen. Schon wieder Topmodel, 15 Jahre, eindeutig untergewichtig, also sozusagen, dass hier auch von den Medien, das auch von öffentlichen Medien so gehypt wird, halte ich für eine Katastrophe. Abwertung, Diskriminierung, Körpermobbing sind die Folge,
bei adolescenten Mädchen, dann eben auch der Druck der Eltern, weil die das eben auch verinnerlicht haben. Es gibt gute Studien, die Väter, die finden schon sehr früh bei 14-, 15-jährigen Töchtern, du solltest was gegen Bauch oder Po oder was auch immer tun, oder der Busen ist zu klein. Enttäuschungen, körperliche Übergriffe und erotisierende Berührungen sind wissenschaftlich nachweisliche Risikofaktoren für ein negatives Körpergefühl. Nun, die Körperunzufriedenheit, wie Sie gesehen haben, ist natürlich nicht von ungefähr. Das ist eine gewollte Strategie, weil es hier doppelt zu verdienen gibt. Ein Ausspruch von einem der berühmten Modefotografen, der wirklich ein wichtiger Opinion Leader in dieser Fashion World ist, sagt: Was macht ein gutes Modefoto aus? Dann, wenn du dich als Frau missfühlst, wenn du es anschaust. Denn auch das macht dich dann natürlich auch zu einer kaufwilligen Kundin. Wenn du findest, es eh alles Paletti, dann kauft man natürlich auch nicht so viel Konsumprodukte. Also von daher ist das kein Zufall. Und die wirklich ganz berühmte Pionierin, Frau Professorin Susi Orbach, werden Sie zweimal in Wien auf einer Tagung eingeladen, hat als erster eben auch rekonstruiert, dass wir wöchentlich eben mit diesen Bildern konfrontiert werden, dass wir verinnerlicht, verankert auch im Gehirn, dazu gibt es auch Daten und Fakten, man nennt das Embodiment, und das ist sozusagen dann der Vergleich, der dich permanent mit dir vermittelt, dass du dich missfühlen sollst. Das heißt, wir haben zu sprechen von einem globalisierten, manipulierten Körper, wahllos, so schauen die Covers aus, die wir tagtäglich sehen, aber ein großes Übel und sehr toxisch sind natürlich auch die Mädchenzeitschriften, die eben auch komplett schon durchdrungen sind von derselben Philosophie, von derselben Körperideologie, weil man will ja sozusagen hier gute Kundinnen heranziehen, möglichst früh. Das heißt, das Spiegelbild unserer Gesellschaft ist die Frau, die eigentlich kaum mehr sichtbar ist, die geschwächt ist, die es nicht gibt, die nicht kämpfen kann, die einfach nur, also kaum mehr da ist, fehlen gleich. Und von daher, wir reden von Empowerment, das ist das Gegenteil davon. Es ist aber auch ein hochpolitisches Thema geworden. Ich möchte auf das nicht eingehen, es ist ein eigener Vortrag, wie wir dick gemacht werden von einer rücksichtslosen Nahrungsmittelindustrie, die natürlich auch hier nur an die Umsätze und an die Aktienmärkte denkt. Das ist ein eigenes Thema, aber glauben Sie mir, es gibt dazu jetzt genügend Literatur, wie auch das hier an den strategischen Vorstandsschreibtischen sozusagen entwickelt wird. War früher ein fülliger Körper, Frauenkörper erotisch und sozusagen Celebrity-fähig, weil man konnte sich's leisten und die, die nichts essen konnten, die Purs, waren dünn, so ist es heute umgekehrt. Also sozusagen, je mehr Wipsi, je mehr Hype, je mehr Celebrity, je mehr Berühmter, je mehr Vorbild, umso dünner und kränker sind die Körperbilder. Das heißt, wir haben zu verzeichnen und leben in einer Welt des Paradoxons. Das Idealbild ist die Fixierung auf extreme Schönheit. In Wirklichkeit lesen wir täglich, dass wir alle zu dick werden. Das Idealbild, die Fixierung auf jugendliches Aussehen. Auf der anderen Seite, Gott sei Dank, leben wir in einer alternden Gesellschaft. Wo sehen wir dieses Bild? Ich, über 60, sehe mich nirgendwo im öffentlichen Raum. Ja, es gibt einfach hier nur im öffentlichen Raum maximal vielleicht 35, das war es dann auch schon. Das heißt, wir haben zu reden von einem postmodernen, machbaren, normierten Körper, der sich spiegelt in einer individualisierten, das haben die auch sehr gut gezeigt, finde ich, entsolidarisierten Leistungsgesellschaft. Der Körper ist also nicht mehr naturgegeben oder Schicksal, sondern formbar, veränderbares Produkt, das es zu kaufen gibt. Wie gesagt, es ist ein oktroyiertes Körperbild, dem wir uns kaum mehr oder gar nicht entziehen können, weil es verinnerlicht wird, verändert nachweislich die Selbst- und Fremdwahrnehmung und führt zur Kontrolle und zur Anpassungsversuchung, an dem man prächtig verdienen kann. Wir haben hier eine repräsentative Meinungsbefragung machen lassen und Sie sehen hier, 46% der befragten Frauen sagen, ja, die Darstellung der Frauen in den Medien beeinflusst mein Ich-Gefühl. Für mich als Wissenschaftlerin und Psychologin am beeindruckendsten ist die berühmte Fidschi-Studie, die
Harvard Medical School gemacht hat. Die Frau Professorin Anne Becker ist eine seltene Kombination. Sie ist Psychiaterin, Professorin, aber auch Professorin der Anthropologie, hat sich schon als kleines Mädchen für Fidschi interessiert und hat also von daher festgestellt, empirisch, dass in dem Moment, wo die Schüsseln und die Teenie-Serien von Amerika nach Fidschi kamen, haben die Mädchen begonnen, Essstörungen zu entwickeln und wollten nicht mehr Fidschi-Insulanerinnen, wir alle haben das, ich habe das in meiner Generation noch im Bild, eher füllig, eher erotisch, sozusagen der weibliche Körper, der erotische Körper ist eher rund. Wie Sie hier sehen, das ist das traditionelle Bild und daneben so wie Fidschi heute. Und wie gesagt, das für uns auch wissenschaftlich interessant, ein großer Faktor der Entstehung von Essstörungen ist eben auch gemacht und daher können wir das nicht einfach so hinnehmen. Ich möchte mich jetzt da nicht lange aufhalten. Ich denke, Sie glauben es mir. Es gibt eine Fülle von großen Meta-Analysen hier allein an 15.000 Probandinnen, dass die Medien die Darstellung der Frau, der jungen Mädchen im öffentlichen Raum hier wirklich einen großen seelischen und psychischen Schaden anrichten. Sehr wichtig ist mir, ich wollte, wir hätten das in Österreich, die Kriegsstudie in Deutschland. Hier wurden 14.000 jugendliche Burschen und Mädchen befragt, aber auch gewogen, objektiv. Und Sie sehen hier, 21,9% überwiegend der Mädchen haben Essstörungen. Das ist eine Zahl, an der wir bitte nicht einfach vorbeigehen können und sagen, ist halt. Ja? Nein, ist gemacht und ist sehr, sehr grausam, weil es eben auch sehr teuer gesundheitlich, weil es eine Fülle von gesundheitlichen Folgen macht, Essstörungen. Ja, gemacht. Der Körper wurde zum Marktplatz. Die Medikalisierung und Ästhetisierung des Körpers ist gang und gäbe. Und wir verzeichnen einen rapiden Anstieg von Diätprodukten, Diätpillen, Leitprodukten, die ja eh nichts bringen, sondern im Gegenteil noch dicker machen. Ernährungsberatungsinstitutionen, weil man kann sich ja nicht einfach mehr so ernähren, man muss das ja alles sozusagen institutionalisieren. Schlankheitsinstituten, Fitnessstudios, wobei ich dagegen nichts habe, aber es geht sozusagen darum, wie die Mädels, die Damen das toll gezeigt haben, sozusagen, es geht einfach um dieses Bild, dass das gemacht werden muss. Junge Damen, sorry, das war jetzt nicht korrekt. Das führt zu medizinischen Interventionen, Fettabsaugungen, Magen-Darm-Operationen und vor allem auch Schönheitsoperationen und zum Anstieg der Werbeetats, klarerweise. Das hat die Frau Bundesministerin schon gesagt, das war die Vorkämpferin. Die jungen Politikerinnen in Großbritannien haben das für uns durchgekämpft. Diese Werbekampagne von der Julia Roberts, die sowieso wunderschön ist, musste zurückgenommen werden, weil es eben auch Betrug ist, wenn man das Bild bearbeitet. Längst sind die Mädchen vor allem das Objekt der Begierde, auch des männlichen Blickes, der Eyecatcher für die Industrie und werden zum Konsumgut. Und wir sehen bereits in Studien bei 6-jährigen Mädchen, dass sie Angst bezüglich ihres Gewichtes haben. Ja, das heißt, das unlösbare Dilemma, einerseits die uniforme Magerkörper, die Topmodels schauen alle uniformiert aus, also die vorgeschriebenen Maße, sonst ist man eben nicht schön. Und auf der anderen Seite haben wir den Überfluss in unserer Überflussgesellschaft an Nahrungsmittel angeboten, möchte Ihnen vielleicht auch noch sagen. Von allen Werbeetats ist gleich 100%, werden 80% für Nahrungsmittelwerbung ausgegeben. Und das überwiegend für Produkte, wo wir wissen, nicht für Äpfel und Birnen oder irgendwelche gesunden Produkte, sondern für jene Produkte, die uns dick machen, damit wir uns da wieder schlank machen und, wie ich Ihnen hier zeige, an dem Bild doppelt verdient wird. Angebot und Nachfrage, Schönheitsoperationen, auch das haben die junge Künstlerinnen sehr eindrucksvoll gezeigt. Es gibt keinen Körperteil mehr, der hier vom KP verschont wird. Wir haben auch hier wieder eine Meinungsbefragung durchführen lassen. Ein Viertel, die von den repräsentativen Daten, 413 Frauen in Wien ab 15 wurden befragt. Ein Viertel hat schon einen Eingriff machen lassen und Sie sehen hier die Hitlisten. Aber, was mich auch beschäftigt, die Schönheit nicht nur außen, sondern absurderweise müssen wir auch nach innen symmetrisch sein. Die Schamlippen müssen symmetrisch sein, die Klitoris darf nicht vorstehen. Das unbekannte Organ ist jetzt Gegenstand der Begierde der Schönheitsoperationen geworden. Und auch hier lässt sich trefflich
verdienen. Ich habe mir es angeschaut, liebe Damen, im Internet. In meinem Alter wird angeboten, das vaginale Lifting kostet die kleine Frau von 8.000 €. Damit weiß ich, weiß Gott, was Besseres zu tun. Aber hier haben wir auch, liebe Frau Bundesministerin, da könnten wir ansetzen, weil, wenn Sie am Nachmittag noch hören, beim Vortrag sicher über Mädchensexualität oder Frauensexualität, es ist das Organ namenlos. Wir transportieren das Wissen, wie schauen wir aus, viel zu wenig. Es gibt viel zu wenig Abbildungen und ich wünsche mir, Wunschliste, eine Broschüre, wo man nichts anderes sieht als unterschiedliche weibliche Genitale. Wir wissen, die Männer und die Burschen wissen, jeder Penis schaut anders aus. Bei uns wissen wir es eben leider nicht. Und daher ist es auch einfach, den Mädchen einzureden, dass so wie du bist, bist du auf jeden Fall falsch. Und daher einfache Operationen, nämlich medizinisch habe ich mir sagen lassen, kann man alles super reparieren. Kein Thema. Also da sehe ich sozusagen Möglichkeiten, wo wir ansetzen könnten. Und das Wissen wird genommen, oder das Pseudowissen, aus den gefickten Pornoabbildungen, hier sieht man es nämlich, und die Mädels wollen also ausschauen, beziehungsweise die Burschen, das weiß ich von meinen vielen, vielen Gynäkologinnen, dass die Mädchen kommen und sagen, der hat gesagt, ich bin grauslich, so wie ich ausschaue, das habe ich operieren lassen. Also hier sozusagen gilt es sich zu wehren, und hier müssen wir mit der Realität nachholen, denn die Modelle sind gefakte Modelle, und auch da wird eben die Nachfrage geschürt. Da ist jetzt leider nicht die Zeit, schaut sie selber nach im Internet. Ich finde das so empörend und empörend auch, dass die Größe der Vagina auf die Gegebenheiten des Partners abgestimmt werden kann. Ich muss Ihnen sagen, das finde ich so empörend. Ja? Und das wird propagiert. Das können wir uns nicht bieten lassen, finde ich. Ja? Spannend finde ich auch, da ist auch meine Hoffnung, da könnten wir eben auch mit einer Aufklärungsbroschüre ansetzen, eine Studie von Organon. 61% der befragten Mädchen hatten Bedenken bezüglich ihres genitalen Aussehens, 47% bezüglich der Größe der eigenen Vagina, 40% gaben an, dass von allen Körperteilen sie am wenigsten über diesen wissen. Und 28% meinen auch, dass es schmutzig und grausig ist. Und das 2004. Also ich möchte jetzt da nicht mehr ins Detail gehen, das ist auch ein wichtiger Faktor. Die Sexualisierung, Pornografisierung des öffentlichen Raums ist längst unter uns. Die Medien machen hier besonders natürlich in diesen High-Class-Produkten damit Werbung. Ich komme zu den Maßnahmen. Wir haben verschiedene in jedem Bereich. Sorry, da hat sich eine englische Abbildung hineingeschlichen. Also das Frauengesundheitsprogramm, das es jetzt in 12 Jahren gibt, macht jetzt nicht nur Bodypolitik, sondern ist dann an verschiedenen Gebieten tätig. Aber wir haben begonnen, darüber nachzudenken, wie können wir denn die Essstörungen, wo kann man denn da präventiv ansetzen? Und sind sozusagen über diesen Weg zum Körper gekommen und eben auch haben sehr früh begonnen, dieses Thema zum Thema zu machen. Also das ist der Schülerwettbewerb, den wir ausgeschrieben haben zu dem Thema, entwickelt Kampagne dagegen, wie würdet ihr das denn konterkarieren? Dann haben wir die Initiative gestartet mit unserer Stadträtin, gemeinsam auch mit der Wirtschaftskammer, hier Bewusstsein gemacht mit der Modeindustrie und Jones hat auch Auslagen für uns gestaltet. Wir haben die Leitlinien entwickelt gegen diese Genitaloperationen mit ganz guten Erfolgen. Wir haben laufend Studien zur Häufigkeit von Essstörungen und Körperbildstörungen gemacht. Bin schon am Ende. Wir haben jetzt gerade eine große repräsentative Schülerinnenstudie, die gerade im Computer eingegeben ist und bin sehr neugierig, ob sich in den 10 Jahren was in dem Bild und vor allem in welche Richtung verändert hat. Wir haben jede Menge Infomaterialien, die wir laufend verteilen. Ein paar Eindrücke aus unseren Konferenzen. Für uns ein Vorbild ist auch die Professorin Linda Smolek, die wir da gehabt haben, die Susi Orbach, eine tolle Wissenschaftlerin, die Frau Professorin Kickbusch Thompson, ein berühmter Forscher auch auf dem Gebiet. Und allen voran freuen wir uns sehr, dass wir große Unterstützung von unserer Frauenstadträtin und von der Gesundheitsstadträtin haben. Ja, das ist der Schulwettbewerb, ein Ideenwettbewerb für Körpervielfalt und Körpertoleranz. Den haben wir gemacht. Also haben alle Schulen gegangen, 200 Schulen haben mitgemacht. Insgesamt waren 300 Schüler beteiligt an dieser Arbeit, haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Es ging uns um mehr Körpervielfalt, ein positives Körperklima,
Wir haben einen Workshop mit 120 Lehrer und Lehrerinnen gemacht, mit der Gina Baran, die in Kanada große Workshops und sehr viel auf dem Thema, sehr viel Erfahrung hat. Die Preisverleihung, und das war das Siegerprojekt. Der Slogan, genau richtig, ich bin genau richtig, finde ich, der trifft zum Punkt. Und von daher wünsche ich mir, dass das die Zukunft der jungen Mädchen ist, so wie ich bin, bin ich richtig. Wir können nicht resignieren. Angesichts des globalisierten Marktes, der globalisierten Kommunikationsmittel, wir müssen uns wehren. Und dank des Ministers haben wir, der Ministerin, haben wir einen Beginn gemacht mit einem Gesetz. Ich danke Ihnen herzlich. Und bitte kämpfen Sie oder kämpfen wir gemeinsam gegen diesen Schwachsinn. Danke.